Hallo, hallo, herzlich willkommen hier auf der Stappenbach, ja? Die Stappenbach. Sie ist endlich draußen. Ich freue mich. Ein neues Projekt. Ich fühle mich wie im 17er. Ich hatte zwar vor, weil im 17er war ja noch der Schafstall da oben, aber den gibt's nicht mehr. Also man müsste sich das selber stellen. Ich habe schon ein bisschen was investiert. Also wir haben Feld 85, Feld 111 und Feld 88. So, das ist unser Hof. Das sind die zwei Silos. Hier ist im Moment Luzerne drauf. Da fahren wir gerade hin, weil das muss gekalkt und gedüngt werden. Das machen wir dann. Hier ist Mais drauf, der braucht noch. Und da ist Weizen drauf. Das zeige ich euch. Der ist übrigens auch fertig. So, ja, nicht? Aber erstmal die 88, weil da müssen wir mal... Also wir haben nun auch nur eine kleine Auswahl an Fahrzeugen, also... Wir haben auf jeden Fall den guten... Muss gucken, wo ich hier hochkomme. Da ist es von da. Also wir haben den... Also ich habe den... Ach, gehst du auf? Mein guten Steyr und den MB-Truck haben wir jetzt im Moment. Mehr haben wir jetzt noch nicht. Also wir werden dann Stück für Stück was dazu holen. Dann, wie gesagt, wenn ich noch was Schönes finde, dann halt auch das uns zulegen. Ja. Ich habe ja auch Cosplay drauf. Also ich habe den Mod mit drin, aber bisher habe ich noch nicht gefunden, wo ich den aktivieren kann. Werden wir bestimmt rausfinden. Aber wir kümmern uns erstmal hier drum, dass wir das da schön fertig bekommen. Also wir haben einen kleinen Kuhstall, den obligatorischen Hühnerstall. Ich habe mir jetzt die Wiese geholt, weil, also Luzerne, weil ich mir sage, okay, da kann man ja ein bisschen was machen. Für die Silos oder weil Mischfutter. Aber ich spiele schon mit dem Gedanken, da Schafe zu machen. Ich habe irgendwie Bock dazu. Bisschen genügsam. Muss halt eben jetzt noch gucken, wo ich mir da einen Platz mache. Da, ne? Werd vielleicht das ein oder andere wieder verwerfen. Wer weiß, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal. Sie ist da. Den ganzen Tag gewartet, wann sie endlich kommt. Weil... Ich war ja schon, doch, also ich kenne sie ja aus dem 17er und da hat sie ja auch riesen Spaß gemacht. So. Gucken wir mal hier, genau, jetzt ist sie gedüngt, jetzt tun wir uns Kalk zulegen. Ich glaube, ich bin mal so frech und stell mal kurz hier meinen Dünger ab, weil wir fahren hier rüber, da ist die Kalkstation und können wir uns ja was reintun. Also wie gesagt, ich habe jetzt zwei, ich glaube, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. So. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber wir machen es. Also wie gesagt, also den Schafstall, wenn wir da eine geeignete Fläche finden, also ich hoffe, da finde ich eine, dass da eine rankommt. Ah, da ist ein Wassertank schon mal. Und da müsste das Kalkding sein, oder? Ist das das hier? Kalkstation Markierung setzen. Ah, genau.
Dann gucken wir mal, ob ich da hier was reinkriege oder nicht. Kalk. Natürlich kostet das alles Geld, ist ja klar. So. Aber Kalk geht ja noch. Sie ist auf jeden Fall nicht so wie im 17er, wer sie aus dem 17er kennt, der weiß, die war ja richtig mit Produktion, also hier gibt es ein bisschen was, alles andere müsste man sich jetzt mit Mod Company dann hinmachen. Also hier ist eigentlich das gute alte Farmen, Tiere reich werden. Ja. Man erkennt sie auf jeden Fall sofort wieder, die Wiesen, man kennt es nicht. So. Wer weiß, vielleicht werden wir auf lange Sicht dann, weil die 88 sieht ja eigentlich ganz schön aus, uns da dann den Schafstall hinsetzen. Mal gucken. Erstmal heißt es, wie in jedem LS, wenn man anfängt zu spielen, nicht Geld machen. Wie gesagt, ein bisschen was haben wir uns schon gekauft, dass wir nicht ganz klein anfangen, aber ich will mir nicht alles zulegen. Wir hatten ja auch hier Startgeld von 1 Million oder so. Zudem musste man den Hof ja nicht kaufen, den suchst du dir ja aus und dann ist er dir. Das geht also auch. So. Ich freue mich auf das Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Das Projekt wird also, die erste Folge heute hier wird jetzt am Freitag kommen. Und dann werd ich erstmal Samstag, Sonntag. Also die Stappenbach ersetzt sozusagen den ETS, weil nicht, also ETS war anscheinend nicht so euer Ding. Ist halt eben nicht jedermanns Sache. Ich hoffe, der LS sagt euch dann mehr zu und das Projekt hier sagt euch auch mehr zu. Also Verbesserungsvorschläge, Tipps, all das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme zwar immer wieder ein bisschen vorauf, aber ich nehme es mir dann an. Ich lese dann Kommentare dazu und alles drum und dran. Wie gesagt, die erste Folge wird jetzt am Freitag sein, also heute, der 19. So, dann kommt Samstag, Sonntag. Und entweder Samstag, Sonntag lasse ich das so. Wenn natürlich das Interesse da ist, dann mache ich es ein, zwei Tage noch dazu. Aber erstmal schauen. So, hätten wir doch ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber, na, das kriegt man bestimmt nicht. Ja gut, dann müssen wir uns noch was holen. Ja. Es wird wie schon im anderen Projekt der schwarzen Pumpe, die wird übrigens weiterlaufen für alle die, die Angst haben, dass die dann wegfällt. Die wird nicht wegfallen. Die wird weiterlaufen. So. Aber wie in der schwarzen Pumpe. Also ich versuche schon, aber ich werde nicht 100% Realismus hier reinbringen. Also ist nie meine Absicht gewesen oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur spielen, Spaß haben und euch dran teilhaben. Und ja, wie kann man sagen, ja, dass ihr mit interagiert oder so. Ja. Da ich mich kenne, werde ich bestimmt den ein oder anderen Fehler machen, Fehlinvestitionen machen.
sehe es als, ja, wie sagt man, Unterhaltung. Seid nicht zu streng. Und dann hoffe ich, dass das hier alles Spaß macht. Okay, wenn der da rumkippt, dann... Na gut, ich muss bestimmt erstmal gemütlich über die Karte tippeln. So, dann machen wir jetzt den letzten da und dann nochmal Dünger drauf und dann ist das. Dann gucken wir mal. Wegen dem Mähdrescher. Bei dem brauchen wir ja auch Mähdrescher, Ladewagen. So. Okay. Okay, wie gesagt, die zwei sind im Wachstum. Das können wir jetzt gleich machen. Jetzt gehen wir hier nochmal mit Düngen drüber und dann haben wir das. Oh, na gut. So. Okay, war ja zum Glück nicht viel drin. So. So. So, und du noch und dann geht's noch mal rüber. Ich glaube, das reicht. Wie gesagt, die Produktion, wie für die Sachen, haben wir ja leider nicht drin. Können wir uns ja reinmachen oder wir können es uns einfach kaufen. Also, und mit den Kühen oder so haben wir ja dann auch Mist oder dergleichen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel in den Kuhstall reinpasst, aber die Kühe zum Beispiel werden, das wird noch ein bisschen dauern, weil du brauchst ja doch schon ein bisschen. Also Mischration werden wir wieder drauf zugehen, also brauchen wir Heu, Stroh und ihr wisst, was wir da brauchen. Aber alles kein Problem, kommt Zeit, kommt Rat. Wenn wir dann Mist und Gülle haben, dann werden wir auch damit unsere Felder düngen. Was gibt's noch zu sagen? Ah, Unkraut habe ich wieder aus. Aber ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wollt, dass ich mit Unkraut spiele. Dann schreibt's rein. Wie gesagt, da bin ich offen für. Es soll ja hier kein Durchwand werden, es soll ja eigentlich was Gemütliches werden. So, naja. Die Wiese ist fertig. Also die Zerne, ja, in meinen Augen ist das Wiese. Ich weiß, ich habe auf dem noch keine Pflegebereifung drauf, aber hier ist ja noch nichts gewachsen, von daher kann ich da noch rüber gurken. Wird bestimmt das ein oder andere noch dazu gekauft werden, also nicht. So. Hallo. So. Mein Hof habt ihr ja gesehen und wir haben uns hier dieses kleine Stück auch gleich noch zugekauft, weil dann haben wir ein Multisilo hingestellt und noch eine Halle, weil damit Platz ist, ne? By the way. So. Ach ja, ich und rückwärts einpacken. Und dann habe ich mir einen Drehschimmel zugelegt. Das wird ja lustig werden. So. Ich denke mal, die Hühner werden wir, ich würde mal sagen, als
ziemlich zum Anfang holen, weil, nicht, bietet sich ja an, nebenher verdientes Geld und es braucht ja nur Weizen. Ne? Steier und einen schönen Anhänger. So. Aber wir sind am Ende der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und dann kann ich nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.